Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie ihr so eine coole Boho-Häkeltasche machen könnt. Das ist ganz schnell und einfach gemacht. Los geht's! Das Material ist wie immer unten in der Infobox verlinkt. Ihr braucht zwei Knäuel Jutegarn, eine Häkelnadel der Stärke 7, eine Stopfnadel, eine Schere und eventuell noch einen Lederriemen. Ihr beginnt mit einem Fadenring. Legt den Faden dazu um eure Hand, holt ihn einmal durch und macht eine Schlaufe. Wenn ihr das Ganze nochmal langsamer sehen wollt, dann schaut euch dafür mein Anfänger-Tutorial an. Das habe ich euch oben in der Infocard nochmal verlinkt. Für die Tasche häkeln wir nun in halben Stäbchen weiter. Dazu schlagt ihr den Faden über, geht unten durch, holt den Faden und zieht ihn nun durch alle drei Schlaufen. Auch für die halben Stäbchen habe ich nochmal ein Anfänger-Tutorial, wenn ihr das langsamer sehen wollt. Insgesamt häkelt ihr 8 halbe Stäbchen in den Fadenring. Nach dem 8. halben Stäbchen zieht ihr den Fadenring zu und verbindet Anfang und Ende mit einer Kettmasche. Dafür stecht ihr in die erste Masche ein, stecht da so ein, dass beide Fäden über eurer Nadel liegen, holt den Faden durch und holt ihn noch einmal durch. Jetzt häkelt ihr noch eine Luftmasche, um in die nächste Reihe zu kommen. In dieser Reihe verdoppeln wir nun jede Masche, das heißt in jede Masche häkeln wir 2 halbe Stäbchen, die ganze Runde lang. Das ist das erste und in dieselbe Masche kommt noch eins. Manchmal geht das ein bisschen schwieriger bei diesem Garn, aber dann müsst ihr einfach ein bisschen zuppeln und dann passt das schon. Jetzt in die nächste Masche, das erste halbe Stäbchen und das zweite. So geht es die ganze Runde weiter, einfach immer 2 halbe Stäbchen in jede Masche häkeln. Anfang und Ende verbindet ihr dann wieder mit einer Kettmasche und dann häkelt ihr noch einmal eine Luftmasche, um in die nächste Reihe zu gelangen. In dieser Reihe verdoppelt ihr dann nur noch jede zweite Masche. Das heißt, in die erste Masche häkelt ihr 2 halbe Stäbchen, in die nächste nur 1, dann wieder 2, dann wieder 1 und so weiter. Das ist das erste und das zweite. In die nächste Masche kommt jetzt nur 1. Und jetzt kommen wieder 2. Eins und 2. Jetzt kommt wieder nur 1. Und so geht es dann die ganze Runde weiter. Immer abwechselnd 2 halbe Stäbchen, 1 halbe Stäbchen, 2 halbe Stäbchen, 1 halbe Stäbchen. Und da sind wir auch schon am Ende der Runde. Ihr verbindet wieder Anfang und Ende mit einer Kettmasche, macht eine Luftmasche und in der nächsten Runde verdoppelt ihr nur noch jede dritte Masche. Das heißt, in die erste häkelt ihr 2, dann häkelt ihr 2 Maschen normal ab, dann häkelt ihr wieder 2, dann häkelt ihr wieder 2 normal ab und so weiter. Also jetzt wieder 2 in die erste, das erste halbe Stäbchen und das zweite. Jetzt werden 2 Maschen nur einfach abgehäkelt. Dadurch, dass die Jute-Schnur nicht überall gleichmäßig gedreht ist und die mal dicker und mal dünner ist, kommt ihr da halt unterschiedlich schwierig rein. Aber da müsst ihr einfach mal ein bisschen dran rumwackeln und dann passt das meistens. So, in die nächste Masche kommen nun wieder 2. 1 und 2. Dann jetzt wieder 2 einfach abgehäkelt, dann wieder verdoppeln, 2 einfach abgehäkelt, 2 verdoppeln und so weiter. Anfang und Ende verbindet ihr natürlich wieder mit einer Kettmasche, macht eine Luftmasche und in der folgenden Reihe verdoppelt ihr dann nur noch jede vierte Masche. Ihr seht, so langsam wird das schon ein schöner Kreis. Also verdoppeln, 1, 2, 3 normal, verdoppeln, 1, 2, 3 normal, verdoppeln, 1, 2, 3 normal und so weiter.
In der nächsten Runde verdoppelt ihr, wer hätte es gedacht, jede fünfte. Also verdoppeln, 1, 2, 3, 4 normal, verdoppeln, 1, 2, 3, 4 normal, verdoppeln, 1, 2, 3, 4 normal und so weiter. Und zack, da sind wir auch schon in der nächsten Runde. Hier verdoppelt ihr nun jede sechste. Also verdoppeln, 5 Maschen normal abhäkeln, verdoppeln, 5 Maschen normal abhäkeln, verdoppeln, 5 Maschen normal abhäkeln und so weiter. Und so sieht es nach der Reihe aus. Jetzt habt ihr schon einen Kreis, der sich so ein bisschen biegt. Ab jetzt nehmt ihr keine weiteren Maschen mehr zu. Ihr häkelt nun 17 Reihen ohne Zunahmen. Ihr häkelt also immer jede Masche mit einem halben Stäbchen ab und verbindet Anfang und Ende der Runde natürlich wieder mit einer Kettmasche und einer Luftmasche. Und so sieht das nun nach 17 Reihen ohne Zunahmen aus. Den Beutel kann man schon gut erkennen. Jetzt häkeln wir eine Reihe mit Löchern, durch die wir später das Bändel einziehen können. Dazu häkeln wir ein halbes Stäbchen, machen eine Luftmasche, überspringen dabei eine Masche unten und häkeln erst in die übernächste wieder ein halbes Stäbchen. Und schon ist das Loch fertig. Jetzt macht ihr wieder eine Luftmasche, überspringt eine Masche und häkelt in die übernächste Masche ein halbes Stäbchen. So geht es nun die ganze Runde weiter. Immer eine Luftmasche machen, dabei eine Masche überspringen und dann erst ins übernächste ein halbes Stäbchen häkeln. So geht es die ganze Runde weiter. Anfang und Ende verbindet ihr natürlich wieder mit einer Kettmasche. In der folgenden Runde häkelt ihr nun in jeden Zwischenraum einfach zwei halbe Stäbchen. Ihr stecht einfach in das Loch ein und häkelt da zwei halbe Stäbchen hinein. Das erste und das zweite. Dasselbe macht ihr jetzt bei jedem Zwischenraum. Einfach immer zwei halbe Stäbchen hineinhäkeln. Und so sieht das Ganze am Ende der Reihe aus. Jetzt häkelt ihr noch zwei Reihen, indem ihr jede Masche einfach wieder mit einem halben Stäbchen abhäkelt. Und da sind wir auch schon. Jetzt müsst ihr nur noch den Faden abschneiden, ihn durchziehen und das Fadenende vernähen. Und so sieht unser Beutel nun aus. Jetzt fehlt nur noch eine Schnur zum Zubinden und natürlich der Träger. Zuerst machen wir die Schnur zum Zubinden. Dafür schneidet ihr euch drei 2 Meter lange Schnüre ab und faltet sie in der Mitte. Ans Ende macht ihr dann einen Knoten und flechtet sie einfach. Diese Schnur fädelt ihr nun durch die Löcher eurer Tasche. Ihr beginnt dabei auf der Rückseite in der Mitte. Die Schnurenden sollten in der Mitte vorne rausgucken. So sollte das Ganze nun aussehen. An den Schnüren könnt ihr den Beutel nun zusammenziehen, wie ihr das möchtet. Schneidet die Fadenenden nun auf die gleiche Länge ab, natürlich an beiden Schnüren. Und dann könnt ihr die Fäden noch so ein bisschen auseinanderfluddeln, dass sie wie so schöne Quasten werden. Dazu dreht ihr sie einfach gegen die Richtung. Und dann habt ihr ganz viele kleine Einzelfäden. Und so sieht es aus. Dasselbe macht ihr natürlich an der anderen Seite auch noch. Und jetzt fehlt nur noch der Träger. Entweder ihr flechtet einen Träger und näht ihn an, oder ihr nehmt wie ich einen Ledergurt. Den fädelt ihr nun an der Seite durch die Tasche und knipst zwei Löcher hinein. Jetzt nehmt ihr ein ca. 20 cm langes Stück Schnur, macht einen Knoten ins Ende und fädelt ihn durch beide Löcher. Jetzt wickelt ihr den Faden ein paar Mal herum und geht dann zurück durch das Loch. Das Fadenende vernäht ihr nun auf der Innenseite der Tasche.
Und ganz genauso befestigt ihr den Träger natürlich auch noch auf der anderen Seite. Und dann ist eure Tasche auch schon fertig. Sieht die nicht toll aus? Ich kann es kaum erwarten, sie endlich auszuführen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, mir einen Daumen hoch zu geben und meinen Kanal zu abonnieren. Ich wünsche euch nun ganz viel Spaß beim Häkeln. Macht's gut!